Ryan Error im Zeitfahren. Ja, die Ladezeiten sind ein bisschen lang, aber wie gesagt, wir spielen hier auf der PS4 Pro. Leider noch nicht. Mal gucken, wie das hier mit dem Schweinherrohr-Zeitfahren ist. Thank you.
tatsächlich jetzt nicht leugnen. Also das Spiel selbst macht echt mega Fun, aber diese Zeitspannen, die sind schon ein bisschen frustriert teilweise. Einmal die Wand anweg oder überschlagen oder sonst irgendwas und dann das Game over. Also die Zeitspannen sind echt böse, Leute. Oder nicht? Ne, 46,5 war die beste Runde. Ja, stimmt, ich brauche eine 44. Scheiße. Ich brauche eine 44. Ja, wie soll ich denn hier eine 44 schaffen? Wie viel boosten muss ich denn da bitte? Boah, das, also die Zeitfahren, die sind echt böse, böse, ganz böse. Na gut, eine von den drei gefailten Livestream-Zeitfahren haben wir jetzt geschafft. Fehlen noch zwei. Mal gucken, ob wir das jetzt auch in diese Folge hier reinkriegen oder nicht.
gesagt, das ist eine Trial Error Folge und ich werde wieder in der Folge auch relativ leise zu sein, weil ich muss echt auf diese Zeit fahren. Der Wandlangkram ist nicht so geil, aber das ist schön eng um die Kurve hier, kann man ein bisschen schneiden. Der Geraden ist selber hier. Aber wenn ihr merkt, dass ihr an der Wand hängen bleibt, an der Wand immer schön pusten, weil dann kommt das nicht ganz so schlimm. Ja, das war die eine Wand, die war ein bisschen zu doll dran hängen. Viel fehlt nicht mehr. Einen kleinen Fehler weniger machen wir hätten. Reicht, sehr schön.
Ich hoffe, man versteht mich in dem Video auch, weil dadurch, dass ich das Try and Error mit den Zeitfahren jetzt relativ spät mache, versuche ich natürlich leise zu sprechen. Die Uhrzeit jetzt will ich keine Nachbarn mehr ärgern, geschweige denn meine Frau zu doll triggern, weil das muss dann auch nicht sein. Wie gesagt, ich bin jetzt extra in den Nebenraum gegangen und habe mir da alles aufgebaut für den Livestream von vorhin. Plus jetzt halt noch ein kleines Video für die Leute, die aussehen wollen, wie ich dieses Zeitfahren hinkriege. So ein Zeitfahren fehlt nur noch, ne? Den Rest, den muss ich dann sowieso, denke ich mal. Wobei ich bin der Meinung, das habe ich auch gemacht. Das Zeitfahren hier oben, was aber noch nicht blau ist, das habe ich im Stream auch gefahren. Nur wir haben nicht mal die einfache Zeit geschafft und deswegen ist das weiß, weil gefahren bin ich das im Stream auch. Also eigentlich noch das hier versuchen und hier wenigstens die normale Standardzeit zu schlagen. Also ich weiß, dass ich das im Stream gefahren bin, also fahre ich das jetzt nochmal. Und wenn ich die Livestreams mache für den großen Fortschritt und die Videos mache, um dann die Try and Error Folgen zu machen, dann könnt ihr euch überlegen, was ihr gucken wollt. Live halt oder Try and Error Folgen. Oder eben für die, die Bock haben auf alles, die gucken sich dann alles an. Ob das dann gute Formate sind oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Sonst fahre ich diese Try and Error Rennen auch gerne komplett offscreen, so wie jetzt, aber und lade sie nicht hoch. Also das müsst ihr wissen, ob ich das so machen soll oder nicht. Alle Turbostreifen wichtig oder nicht. Verdammt, der die Leitplanke reingefahren hat. Thank you.
3,6 Sekunden mal schneller werden, ja gut. Notfalls auch mit dem Auto, was wir noch ein bisschen mehr upgraden, aber immerhin ist die Standardzeit geschlagen, sodass das neue Event danach freigeschalten ist, ne? Ja genau, damit haben wir... Genau, jetzt haben wir hier noch die Münzen und Kelleranpassung Marmor. Gut, die Anpassung gucke ich mir mit euch wieder eventuell im Livestream an. Und dann geht aber hier das Rennen weiter. Was danach passiert, gucken wir uns dann auch wieder im Livestream an, sofern ihr mehr Livestreams sehen wollt. Wie gesagt, guckt euch den Livestream von heute an, den Angezockt Part 1, guckt euch das an. Und dann möchte ich gerne unter dem ersten Video dementsprechend einen Kommentar haben, ob ihr mehr Livestreams sehen wollt oder ob ich das alles privat spielen soll. Oder nicht. Das Zeitfahren wollte ich euch jetzt halt nicht antun, Try and Error mäßig. So. Das ist jetzt weg, ja, das ist weg. Also es fehlt in theoretisch noch hier die bessere Zeit. Und hier jetzt die bessere Zeit. Aber immerhin haben wir das jetzt geschafft. Und das da geschafft. Also immerhin haben wir jetzt zwei Sachen komplettiert. Kann ich hier eigentlich auch sehen, was Sache ist? Das ist super. Das ist das. Das sind die ganzen anderen Autos, die noch dazu kommen. Also hier kommt noch einiges, wie ihr seht. Also gibt es noch sehr, sehr viele Dinger. Ja, dann gibt es die epischen Autos. Also das kann man halt alles freischalten. Dann noch rote Hot Wheels Autos. Also da kommt noch echt einiges. Ich glaube, einer meiner besten wäre aktuell der hier. Ich muss einfach nur die... Teilweise bin ich auch einfach zu viel, aber Zeitfahren war ich noch nie gut drin. Thank you.
Das ist ja immer so, eine gute Runde, eine schlechte Runde, eine gute Runde, eine schlechte Runde, das ist ja immer so, ist ja normal. Also jetzt wieder Boost sammeln für die nächste Runde, konzentrieren. Bodyweight nicht gut, gar nicht gut. Ja, Bodyweight werden hier mehr oder weniger mit Straf. Also manchmal hat man Glück, wenn man an der Wand lang schreibt und das, also an der Wand lang schreibt, voll nicht. Und manchmal geht es gut. Aber tendenziell bremst die Wand hier definitiv hier mehr, was aber eigentlich schon ganz gut ist, weil dann kann keiner schießen. Komm schon, ja, reicht wieder nicht. Ja, es viel fehlt nicht mehr, um diese Zeit hier zu schlagen, aber ärgert mich trotzdem irgendwie. Ja. Dann war echt immer zu stark und ging die Bande ein. Zeitfall liegt mir wirklich einfach nicht. Weggeschlittert. Entweder triff ich zu wenig, außer die Bande, oder ich triffe zu viel und fliege über die ganze Strecke drüber. Das ist doch scheiße. So,
erste Zeitfahren eigentlich das erste, was dir im Spiel begegnet oder was einem im Spiel begegnet. Das ist schon so knackig, das echt. Sowas ist doof halt, also das muss ich dann ganz klar mir nicht vorstellen, also sowas ist dann doof halt. Und sowas erst recht. Das ist eine sehr gute Runde. Komm, das reicht. Top dran. 44,1. Nein, reicht nicht. Ist ja wohl nicht wahr. Das war doch eine Bombenrunde. Und die hat nicht gereicht, Alter. Ja, danke. Aber jetzt. Shit. Okay. Puh. Übel. Echt übel, Leute. Ich glaube aber auch ohne Unfall hätte es nicht gereicht. Einfach nur übel. Vollspeed, okay, ja gut. Aber ich glaube, jetzt fange ich wirklich an mit der Unkonzentriertheit. Also ich probiere hier nach noch ein, zwei Runden. Aber ansonsten war es das für die Folge 2 auch erstmal. Wie gesagt, zweimal haben wir es geschafft. Einmal haben wir jetzt wenigstens noch das Minimum bekommen. Ja, und den Rest, keine Ahnung, also... Wollte ich nur noch mal demonstrieren, wie schwer Zeitfahren ist. Stellenweise kommen jetzt auch wirklich die Konzentrationsschwächen durch, also die Flüchtigkeitsfehler, weil wir schon 11 Uhr mittlerweile haben, aber... Also 23 Uhr Abend jetzt, wo ich das hier nochmal probiere. Das wollte ich vielleicht nochmal am Tag ausprobieren, nach dem Kaffee oder so, wo ich dann fit bin, aber... Trotzdem wollte ich euch nochmal zeigen halt und demonstrieren, wie schwer die Zeitfahren sind. Und dann könnt ihr auch entscheiden, ob ihr wirklich das halt auch sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, Zeitfahren interessiert uns überhaupt nicht, wir wollen nur im Stream den Fortschritt sehen. So könnt ihr das halt dann auch nochmal mitentscheiden zu dem Stream, den wir halt heute hatten. Also morgen ist dann Mittwoch. Also ich lasse euch bis Donnerstag, Freitag Zeit, in die Kommentare zu schreiben. Und dementsprechend werde ich dann agieren, ob es weitere Streams halt gibt hier von Hot Wheels oder nicht. Aber das habe ich ja schon in Part 1 gesagt. Thank you.
Endlich. Endlich. Das muss ich nochmal gucken, ne? Das da fertig. Das da fertig, ne? Ja, genau. 2, das Zeitfahren war 3, auch fertig. Genau, da geht's dann im Stream weiter. Hier weiß ich nicht, was das Geheimnis ist. Der Beste mit einem Sonderoutfit von Bands of Steel. Ich denke mal, das Auto muss Bands of Steel heißen. Was wir dafür freischalten müssen, gehe ich zumindest mal von aus. Da gibt's dann wieder ein Rennen. Hier gibt's auch ein Rennen, sehr schön. Dann hier Mission Top-Geheimnis. Bedingungen Mission Top-Geheimnis. Top-Geheimnis muss ich dafür freischalten. Also das habe ich noch nicht ganz kapiert alles. Ja, und hier brauche ich dann auf jeden Fall den Sonderauftritt von Bone Shaker. Hier brauchen wir Bone Shaker für die Mission. Ja, ich weiß nicht, probiere ich das nochmal? Hier fehlten 2 Sekunden, ne? Ja, gut. Ich probiere es noch 1 oder 2 Runden. Sagt die Uhr? Die Uhr sagt jetzt. Ja, 10 Minuten noch. Dann haben wir Punkt. Dann haben wir Punkt. 12 Uhr rum. Also. Nacht, Mitternacht. Und ich glaube, dann lade ich die Folge noch mal hoch. Unabhängig davon, ob wir die jetzt hier auch vollständig geschafft haben oder nicht. Wie gesagt, dann seht ihr mal, wie schwer halt die Zeit-Challenges sind. Also die sind echt nicht ohne. Da ist eben gar nicht viel schneller raus. Aktuell ist das, wie gesagt, die Karte nicht persönlich. Hier fehlen mir vorhin spontan noch 2 Sekunden für die Bestzeit. Also muss hier einfach nur weniger an die Wand anecken, damit man das schafft. Genau, weniger an die Wand anecken, nicht genau die Wand treffen. Und natürlich versuchen hier diese Super-Druck. Also, war schon mal 2 Sekunden besser.
Aber das ist eine Sprintstrecke hier. Sehe ich das richtig? Also hier habe ich keine mehrere Runden zu schaffen. Hier muss ich das auf Anhieb schaffen. Ja gut, dann machen wir mal einen Neustart. PSN-Kumpel hat jetzt auch noch geschrieben, der scheint Probleme zu haben in irgendeinem Spiel gerade. Doch, sogar mit Hot Wheels, da steht irgendwas von Server Synchronisationsfehler, wenn ich das tatsächlich verstanden habe. Aber bei der Videoaufnahme kann ich ihm jetzt gerade keine Hilfestellung geben, aber danach gucken wir mal. Wie gesagt, ein, zweimal probiere ich das, wenn hier noch. Dann nämlich Zeit. Also Neustart. Na gut, ich weiß, der eine oder andere von euch, der wünscht sich das, dass ich Brian Arrow aufzeige. Diejenigen, die stört, die können sich dann halt die Folgen mit dem Brian Arrow halt sparen. Die gucken halt nur die Livestreams. Dennoch sollte man die Turbostreifen mitnehmen, wenn man die besondere Zeit schaffen will. Die Stelle ist natürlich besser, wenn man links um den Lack gefahren ist, aber als einer mit der rechten Winkel schneller was gesagt. Ah, wieder die Turbostreifen nicht mehr sind, verdammt. Hier kann man aber, glaube ich, cutten, indem man einfach ein bisschen höher rüber fährt. Yo. Okay, das ist Game Over. Ja. Wenn das passiert, dann habt ihr Game Over, Leute. Schade. Ja, ich wollte jetzt nochmal genau das Ziel. Ich wollte jetzt einfach nochmal so durchfahren wegen. Ob ich die letzten Turbostreifen nochmal kriege.
Na komm, einmal noch. Einmal mache ich noch. Ansonsten haben wir halt nur drei Zeitfahren, 100% erstmal von denen freigeschaltet. Auch nicht schlimm. Vielleicht muss ich auch erstmal das Auto noch eine Stufe upgraden. Man kann die Autos ja noch weiter upgraden. Vielleicht muss ich auch im Laufe der Karriere erstmal weiterspielen und die Autos weiter upgraden. Na gut, dann bedanke ich mich auch erstmal bei der tollen Aero-Folge, auch wenn wir das eine Zeitfahren jetzt leider noch nicht geschafft haben. Alle, die mehr Twin Aero sehen wollen und auch gerne noch einen Livestream sehen wollen, hauen es in die Kommentare. Lassen einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und gerne nochmal auf den Livestream von heute zurückgewiesen auf Part 1 angezockt. Wie gesagt, wer mehr sehen will, schreibt es rein, dass er mehr sehen möchte. Bis Donnerstag bzw. Freitag habt ihr die Zeit, was unter das Video zu schreiben. Ansonsten entscheide ich auf privat weiterzocken. Wie gesagt, liegt ganz bei euch. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen. Euer Maulwurf.